Ja, guten Tag. Barfußlaufen und Erdenergie, was könnte das miteinander zusammen zu tun haben? Ich bin aus verschiedenen Gründen drauf gekommen. Ich habe mir diese Woche, letztes Wochenende, den Fuß verbrannt, indem ich mir doch sehr, sehr heißes Wasser auf meinen Fuß gekippt habe. Eine Schüssel ist gesprungen und da ist einfach das heiße Wasser, was ich da reingekippt hatte, ist über meinen Fuß drüber gegangen. Das ging glücklicherweise nochmal gut, da ich den Fuß innerhalb von 3 Sekunden unter kaltem Wasser drunter hatte. Dadurch kann ich aber derzeit nicht so gut Schuhe entsprechend tragen und so bin ich heute mal wieder barfuß gelaufen, so wie ich es letzten Sonntag, wo das passiert ist, das auch gemacht habe. Und ich bin letztendlich darauf gekommen über die Erdenergie. Die Erde hat ja eine entsprechende Ausstrahlung. Wir wissen, dass wenn man barfuß auf der Erde geht, die Energien der Erde, die positiv oder negativ sind, ich weiß nicht, die Energien der Erde angepasst werden an unseren Energie. Das heißt, wenn wir eine falsche Energie haben oder eine nicht gute Energie, dann tut die Erde das wieder neutralisieren und dann geht es uns wieder besser. Deswegen soll man öfter mal auch mal barfuß laufen, noch nicht mal dabei sogar Strümpfe anhaben oder Schuhe. Schon Strümpfe können diesen Prozess entsprechend verhindern. Und drauf gekommen bin ich eigentlich unter anderem deshalb, weil ich heute schlechte Laune hatte im Grunde. Und ich hatte gedacht, haben einen schönen Spaziergang gemacht, war auch ein schöner Wald gewesen und eigentlich würde man sagen, es war alles irgendwie perfekt. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, irgendwie habe ich eine komische Energie. Und da erinnerte ich mich an einen Fall von früher. Da gibt es auf Eiderstedt, das ist in Nordfriesland, ganz hoch im Norden, im echten Norden, wie es so schön heißt. Da weiß ich, dass es einen Ort gibt und immer wenn ich dorthin komme, dann habe ich dort ja schlechtes Gefühl, mir geht's einfach nicht gut. Jetzt ist auf der einen Seite dort ein großer Sendemast. Dieser Sendemast, der steht dort aber schon seit 15, 20 Jahren und ich habe die Gefühle dort immer gehabt. Und wir wissen ja, dass jeder Ort auf der Erde auch eine entsprechende, ja, geologische, energetische Signatur hat und damit auch zusätzliche Energien aufweist. Was würde jetzt passieren, wenn wir unsere Energie konträr der lokalen Erdenergie läuft? Auch hier interessant zu wissen, wir Menschen wissen ganz gefühlsmäßig, wenn wir an einem Ort schon mal waren. Wir müssen, selbst wenn wir das als Baby oder sonst irgendetwas waren, wir fühlen uns irgendwie mit diesem Ort verbunden. Vielleicht kennst du das auch. So, um jetzt aber damit zurückzukommen. Das heißt, wenn ich also an einem Ort bin, wo ich mich nicht gut fühle, und ich nicht sagen kann, woher das kommt, kann natürlich viele Ursachen haben, und ich in Schuhen rumwandere, dann kann ich also der Erde gar nicht die Möglichkeit geben, mich entsprechend, ja, sage ich mal, zu neutralisieren bzw. positiv aufzuladen. Weil es ja dadurch verhindert wird. Alleine schon durch Strümpfe oder durch Schuhe. Oder durch Strümpfe und durch Schuhe. Und jetzt nehmen wir das mal mit einem Ort, wo wir uns nicht gut fühlen. Vielleicht ist das sogar ein sehr starker energetischer Ort, wo wir hingehen. Ja, es gibt ja Kraftorte in der Natur. Vielleicht auch jeder schon mal davon gehört. Wenn wir uns jetzt aber nicht gut fühlen dabei, dann wäre die Frage, liegt das daran, dass die äußere Energie dort der Erde konträr gegen unsere Energie läuft und wir sie nicht aufnehmen können, weil sie durch die Schuhe und Strümpfe entsprechend verhindert wird. Wir wissen auch, dass ein Gewöhnungseffekt eintritt, je länger wir an einem Ort sind. Das heißt, es muss nicht nur über die Füße aufgenommen werden. Jetzt wissen wir aber, da die Füße immer den Boden berührt haben und wir noch nicht so lange Schuhe tragen, erdgeschichtlich, dass auch an den Ü-Füßen alle Nervenenden des Körpers noch einmal enden. Das heißt also auch dort, ja, man kann das auch so Akupunktur, kann man über Akupunktur, kann man ganz viele Stellen entsprechend darüber erreichen. Das heißt, über die Füße, ja, auch in der, ja, Duftöle, also gute Duftöle, nicht nur riechen, sondern wirklich hochwertige Öle. Dort sollen sie ja auch unter die Füße geschmiert werden, weil das dann besonders gut auf das gesamte System des Körpers wirkt. Das heißt, das muss dann auch wieder gut wirken, wenn ich die Füße direkt auf den Boden stelle. Ja, ich werde sicherlich auch über andere
Körperteil über den Rest des Körpers aufnehmen können, aber nicht so gut und es wird länger dauern. Ja, das heißt, deswegen fühlen wir uns auch irgendwann dann heimisch an einem Ort. Vielleicht würde das schneller gehen, wenn wir merken, da ist irgendetwas, dass wir uns tatsächlich mal barfuß an diesen Ort stellen und dann gucken, wie ist dieser Ort wirklich. Und ich könnte mir vorstellen, dass man dann viel schneller fühlt, dieser Ort ist in Ordnung oder dieser Ort ist nicht in Ordnung. Und was man auch daraus schlussfolgern kann, wenn man mal schlechte Energien hat, wo auch immer die herkommen, dafür gibt es ja viele Möglichkeiten, vielleicht tatsächlich einfach mal ein paar Minuten draußen barfuß laufen. Natürlich ist es am besten, wenn das auf einer Wiese stattfindet, auf natürlicher Erde, wo auch eine harmonische und natürliche Umgebung außenrum ist. Das müsste man testen, wie gut das auch in der Stadt funktioniert, weil die Steine und die ganzen Rohrleitungen und so weiter, die haben natürlich auch ihren Einfluss auf uns. Ich habe aber die sehr spannende Erfahrung heute gemacht. Das ging wirklich, ich habe die Schuhe ausgezogen, ich war nur eine Minute auf dem Erdboden drauf und ich hatte sofort gute Laune. Und da sagte ich, da muss irgendein Zusammenhang bestehen. Und deswegen habe ich jetzt auch mal dieses Video, was eigentlich für Lebe das Tomorrow, also das, was übermorgen auf Lebe das zu finden ist, habe ich jetzt einfach mal das Video gemacht. Vielleicht hast du schon ähnliche Erfahrungen gemacht, dann schreib die gerne darunter. Würde mich freuen, was du da auch zu sagen hast, was du dazu denkst. Und wenn es ein bisschen verwirrend für dich war, Lebe das Kanal auf Telegram, Lebe das Tomorrow, ist halt nicht dafür gedacht, dass jetzt dass das alles perfekt in der perfekten Reihenfolge ist. Es sind einfach, ja, wenn du so willst, manchmal meine gewirrenden Zusammenhänge, die ich dort im Kopf zusammenschraube, wo dann entsprechend langfristig Erkenntnisse daraus entstehen, die dann auf Lebe das nachher ja eine Form auch rübergebracht werden, sodass sie dann auch allgemein verständlich sind. Ja, also wie gesagt, wenn du auch diese Erfahrung mit dem Barfuß gemacht hast, gibt ja immer mehr Leute, die auch nur barfuß laufen im Alltag, aber auch mit den Energien und so weiter, dann schreib gerne einen Kommentar dazu oder kontaktiere mich direkt. Darüber freue ich mich immer sehr. Mach's gut, ich wünsche dir alles Gute und probier es einfach mal aus. Wenn du mal wieder schlechte Energien hast, dann mach doch einfach mal eine Runde barfuß. Ist ja kein Problem, Schuhe ausziehen, Strümpfe ausziehen und zack, mit nackten Füßen über die Erde. Natürlich nicht da, wo gerade Scherben rumliegen. Mach's gut und wir sehen uns beim nächsten Mal.